Tue Gutes und rede darüber. Diesem Ratschlag getreu wurde in der Schwarzenberger Ritter-Georg-Halle ein Scheck übergeben. Die Zahl darauf 46.475,50 €. Genutzt wurde ein Leichtathletiktraining der WSG Schwarzenberg-Wildenau und das aus gutem Grund. Bei den 46.475,50 € handelt es sich um die bisherigen Spenden im Rahmen des 9. Spendenlaufs für das Erzgebirgshospiz auf dem Gelände der Kliniken Erlabrunn. Fast 1.000 Teilnehmer waren am 8. September aufgebrochen, um nicht nur sich selbst durch die sportliche Betätigung unter freiem Himmel Gutes zu tun. Das war ein neuer Teilnehmerrekord. Auch über 300 Kinder hatten daran Anteil. Unter den Läufern waren auch 38 Mitglieder der WSG Schwarzenberg-Wildenau. Insgesamt gehören 120 Leichtathleten zum Verein. Die können Erfolge bei zahlreichen Meisterschaften vorweisen. So belegte der für Schwarzenberg startende Kugelstoßer Kevin Reim in diesem Jahr bei den Europäischen Olympischen Jugendspielen in Baku Rang 5. Tue Gutes und rede darüber. Die Veranstalter des Hospiz-Spendenlaufs wollen die öffentlichkeitswirksame Spendenübergabe nutzen, um Danke zu sagen. Sie danken allen, die sich am Lauf, in welcher Form auch immer, beteiligt haben. Verbunden ist der Dank mit der Einladung zum 10. Spendenlauf. Der wird am 13. September 2020 im Gelände der Kliniken Erlabrunn gestartet.